Willkommen Leute zurück zu einem weiteren Video. Ja, diesmal nicht mit einem Stream am Start, sondern mit einem Video. Deshalb sage ich Video, aber eigentlich ist es auch wieder etwas weiteres. Ja, deshalb, weil wir streamen immer. Bla 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 und so weiter und so fort. Willkommen zurück und zwar diesmal mit einem Let's Play. Ja, wir spielen Call of Duty Modern Warfare Remastered. Das neue PlayStation Plus Spiel, ja, das kostenlos ist. Und ja, ihr seht, ich mache eine Aufnahme statt einen Stream und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das mehr mögt oder ob ihr es lieber lassen soll. Ja, wir starten einfach mal rein. Die Videos gehen nur so 10, 15 Minuten. Ich gucke auch auf meine Uhr, ja, damit ich es nicht länger mache. Sonst wird das ein bisschen, ja, lange dauern mit dem Schneiden und so. Bla bla bla. Ja gut, wir fangen jetzt einfach mal an. Neues Spiel natürlich. Ich glaube, ich bin einfach mal leise, oder? Ja, also falls euch gefallen sollte, gerne liken, ein Abo da lassen, würde mich freuen. Erst die guten Neuigkeiten. Die Welt ist im Top-Zustand. Ein Bürgerkrieg in Russland. Loyalisten der Regierung gegen Ultranationalisten, Rebellen und schlappe 15.000 Atombomben. Also nur ein normaler Arbeitstag. Khaled al-Assad, im Augenblick der zweitmächtigste Mann im Mittleren Osten. Es heißt, er hat das Öl, hier der King zu werden. Die Aufklärung hat ein Auge auf ihn geworfen. Und die schlechten Neuigkeiten? Heute stößt ein neuer Typ zu uns, frisch aus der Grundausbildung. Er heißt Zoe. Schön, Sie zu sehen. Nehmen Sie eins der Gewehre vom Tisch. Er heißt Seife, ja, und da sind wir, Leute, das sind wir. So, ich muss mal gucken, wie das dann läuft mit den Aufnahmen, wie die Grafik dann ist. Könnt ihr dann mal gerne reinschreiben, ob euch das wirklich gefällt oder nicht, ja. Ich bin irgendwie, weiß nicht, skeptisch, keine Ahnung. So, wir gehen hier mal hin. Sie kennen das Spiel. G36C, auf zur ersten Station und mit dem Gewehr zielen. Falls das Spiel zu laut ist für euch, dann schreibt es auch mal gerne rein. Oder ich gucke es mir auch nochmal an. Ich werde diesen Part dann auf jeden Fall hochladen. Boah, der Ohren, oh mein Gott. Und es dann selber sehen beim nächsten Video, ob ich es so lasse oder ob ich es wieder runterstelle. Zauberhaft. Ja, ich weiß. Okay, schießen Sie jetzt aus der Hüfte auf die Ziele. Ja, gib her. Oui. Verwenden Sie die oui. Zielvorrichtung nicht mehr. Achso, oh, ich will, dass oh. Sie aus der Hüfte feuern. Ja, ja. Nun zielen Sie mit Ihrem Gewehr, Soap. Mach ich, Baby. Her damit. Also, schießen Sie jetzt mit der Zielvorrichtung auf jedes Ziel. Das ist so langsam. Jetzt werden die Ziele von etwas Sperrholz verdeckt. Kugeln werden dünnes, schwaches Material wie Holz, Putz und Blech durchschlagen. Schießen Sie durch das Holz auf die Ziele. Ja, mach ich, Baby. Her damit. Gut. Hier tauchen nacheinander Ziele auf, eins nach dem anderen. Treffen Sie alle so schnell wie möglich. Okay, mach ich. Hallo? Das Wirklich Problem ist, gute Arbeit, Kumpel. Das Ding. Holen Sie sich nun eine Pistole. So, das müsste ich nochmal einstellen. Aber warte mal, wir holen uns erstmal kurz die Pistole. Gut, jetzt wechseln Sie auf das Gewehr. Ja. Ziehen Sie ja. jetzt Ihre Pistole. Denken Sie dran, zur Pistole zu wechseln ist immer schneller als nachladen. Mit dem Messer sind Sie noch schneller als beim Wechseln auf die Pistole. Oh ja. Zerschneiden Sie die Wassermelone. Aber das funktioniert natürlich nur im Nahkampf, Leute. Sauber, Ihre Obsttötungsfähigkeiten sind erstaunlich. Krass, ne? Ich bin Captain Price möchte Sie sehen. Price. Gehen wir mal zurück. Ich muss echt gucken, dass diese Videos nicht zu lange werden, oder? Die Aufnahmefähigkeit hier ist so zwischen 10 und 15 Minuten ist am besten geeignet, ne? Vor allem, das dauert immer so ein bisschen, das auch hochzuladen. Deshalb muss ich mich da auch immer so ein bisschen ranhalten. Ich denke mal so, jede Mission irgendwie ein Video oder jede Mission so in zwei Videos oder so wird das dann unterteilt. Oh, wo bin ich denn hier? Er ist der neue Sir. Nehmen Sie nicht so hart ran, es ist sein erster Tag. Also was ist Soap überhaupt für ein Name? Wie hat einer wie Sie überhaupt die Grundausbildung geschafft? Soap, nun sind Sie mit dem Häuserkampf dran. Alle anderen ab zur Beobachtung. Für diesen Test müssen Sie das Fahrschiff in weniger als 60 Sekunden meistern. Okay. Es hält mit 19 Sekunden den aktuellen Rekord. Viel Glück. Über die Leiter da drüben. Gucken wir mal. Das, Leute, das, als das Spiel das letzte Mal gespielt habe, das ist jetzt schon, boah, über 10 Jahre, ja, wirklich. Nützlich böse. Ich glaube, ich weiß auch von der Kampagne nicht mehr. Nehmen genau Sie die alles. MP5 von 4 Blendgranaten. Kann sein, dass ich mich manchmal ein bisschen auf verlaufe. Auf mein Zeichen aufs Deck und zur Position 1. Danach die Treppen runter auf Position 2. Okay. Dann zur Position 3 und 4 und meinen Anweisungen bei jeder Position an das Seil, wenn Sie bereit sind.
Wir versuchen es einfach mal. Los, los, los! Vor allem, es dreht sich so langsam. Treffen Sie die Ziele! Position 2, los! Ah, ne. Shit. Schon den ersten Fehler. Treffen Sie die Ziele! Blendgranate durch die Tür! Position 4, treffen Sie die Ziele! Position 5, los! Treffen Sie die Ziele! 6, los! Blendgranate durch die Tür! Treffen Sie die Ziele! Finale Position, los! Rennen Sie zum Ziel! Ziemlich gut, Soap, aber ich habe schon besser. 20, gesehen. Ach, ja. Die alles Leute gut. Darauf, wenn Sie noch eine Chance wollen. Ich würde sagen, fürs erste Mal ist es in Ordnung. Ansonsten kommen Sie zu den Monitoren für eine Analyse. Falls ihr das nochmal sehen wollt, ja, schreibt mal in die Kommentare rein. Da mache ich nochmal ein extra Video dazu, wo wir versuchen, die Rekorde zu brechen. Wird bestimmt ganz cool eigentlich, wenn man so ein extra Video macht. Irgendwie mit Rekord brechen in Modern Warfare oder so, meinen eigenen. Dass wir versuchen, den zu toppen, der mit den 19 Sekunden, ne? Wir sind jetzt 10 Sekunden drüber, Alter. Ich glaube, dann braucht man gar nicht mehr ziehen. Ich glaube, einfach nur so reinfeuern, weil das Ziel nimmt auch noch mal ein bisschen Zeit weg, meiner Meinung nach. Gut, gehen wir mal hier hin. Gentlemen, die Frachtschiff-Mission läuft. Machen Sie sich bereit. Wir starten um 0200. Wegtreten. Okay. Ja, doch, wir spielen natürlich auf Soldat, ne? Also, wenn ihr einen schweren Schwierigkeitsgrad haben wollt, ja, dann schreibt es gerne auch rein. Alter, ich will so viel, dass man was reinschreibt, aber ich werde es wahrscheinlich nicht tun. Ist doch immer so. Bravo Team, die Infos kommen von unserem Informanten aus Russland. Das Paket ist an Bord eines Frachters, Estland Registriernummer 52775. Ein paar Mann Besatzung und Sicherheit an Bord. Irgendwelche Weisungsregeln? Besatzung entbehrlich. Baseplate, hier Hammer 2-4. Wir haben Sichtkontakt zum Ziel, noch 60 Sekunden. Verstanden. So Leute, ich würde sogar sagen, wir machen das gleich als ersten Part rein, so dass wir das Tutorial nur drin haben. Und dann haue ich gleich sofort den nächsten Part raus, wo ich die erste Mission hier spielen werde mit dem Schiff. Deshalb würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne, wie gesagt, was in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Wünsche habt oder irgendwas, was ich machen soll oder was auch immer. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin, haut rein. Bis gleich. Ciao, Willi.